Hallo zusammen, ich stelle euch dieses Mal das neue Rockhard-Heft auf Wunsch eines Lesers oder eines Zusehers besser gesagt. Hier ist der Bericht vom neuesten, der Kritik vom neuesten Rockhard, Ausgabe Januar 2019. Ihr seht schon, eine CD war auch dabei natürlich und hier, ihr seht schon, Amor am Mars ist die Titelstory. Ja, ist noch interessant, eine History über Amon Amarth. Wer Amon Amarth gerne hat, den ihn sicher interessieren. Mit 3, 4, 5 Seiten lange History über Amon Amarth, wie alles angefangen hat und so weiter. Dann kommt hier noch eine sehr interessante Story über Rockpop in Konzert 1983 vor. Es war ein Festival in Dortmund mit super Bands. Ozzy Osbourne, Scorpion war dabei, The Flappers war dabei, Iron Maiden, Schenker Group, Krokus, Judas, Quiet Riot, ihr seht schon das Beste vom Besten, was damals die Weltszene zu bieten hat, war dabei. Und das war auch im Fernsehen gekommen, damals im ZDF. Und über dieses Konzert wird hier auch ein Bericht veröffentlicht. Das ist sehr interessant. Ja, Poster hat es auch dabei. Das sind Blind Guardian und Slayer, also Kerry King von Slayer. Und dann noch was hier, etwas Unbekanntes, aber Kerry King und Blind Guardian kennt man ja. Dann noch ein Bericht über eine Band namens Sentenced. Das war so eine Death-Metal-Band Anfang der 90er bis Anfang der 2000er Jahre, waren die aktiv und nachher sind sie dann verschwunden. Die auch soll nicht schlecht gewesen sein. Sie kennen sich zu wenig, aber den Namen her kenne ich schon, aber sie soll wirklich nicht schlecht gewesen sein. Ja, was gibt es sonst noch? Der Soundcheck natürlich noch. Diesmal hat es 25 Bands dabei gehabt, weil es war die Also Weihnachtsausgabe hat es immer ein bisschen weniger, wobei das reicht bei weitem. Erster Platz war Soilwork, finde ich jetzt sehr berauschend. Vierter Platz war Legend of the Damned, das neue Album, das ist sicher ein Hammeralbum und ist sicher okay. Der Rest, wie so oft unbekannte Bands, die man nicht kennt, das ist eben heutzutage bei dieser Massenflut von Veröffentlichungen. Ist das eben eine extreme Sache, wie ich schon oft angedeutet habe. Und man muss sich ja vorstellen, es sind ja jetzt vielleicht 20 Bands im Soundcheck, die man nicht kennt. Das wäre ja nicht so schlimm, oder? Aber wenn es eben jeden Monat 20 oder normalerweise noch mehr sind, gibt es eben hunderte von Bands pro Jahr. Und die kannst du gar nicht alle antesten und schauen, ob sie gut sind oder nicht, ob sie hörenswert sind oder nicht. Die meisten sind wahrscheinlich immer, haben zu wenig Persönlichkeit, klingen gleichförmig und so weiter. Aber du kannst sie gar nicht antesten, weil das einfach zu viele sind und da hast du auch keine Lust mehr groß herumzusuchen und machen, weil du weißt ja nicht, welche gut, welche nicht. Du müsstest erstmal alle antesten, oder? Und antesten und dann schauen, ah, ist die gut? Nein, okay, die nächste. Ist die gut? Nein, okay, die nächste. Ah, die ist gut? Okay, vielleicht kaufst du mal und dann wieder weiter. Und da wird man ja wahnsinnig dabei. Das nur nebenbei, das ist ja bei allen Heften so. Das soll ja kein Kritikpunkt sein am Rockhard selber. Was ein Kritikpunkt ist, könnte man sagen, die Leserbriefe, die sind zwar immer sehr interessant. Und dieses Mal hat es auch Leserbriefe, 4 Seiten, aber auf einer Seite hat es praktisch nur Leserbriefe von den sogenannten guten Menschen, also die Toleranzschwätzer, man kennt sie ja, oder? Chemnitz und so weiter, man soll tolerant sein, am liebsten die Mörder noch freilassen oder was weiß ich was und nicht alle in einen Topf werfen, wer macht das schon, oder? Trotzdem kann man was dagegen sagen. Und eine ganze Seite lang hat es auch etwa 5, 6, 7 Leserbriefe von Leuten, die sich dafür, die das in Chemnitz furchtbar fanden und vor allem das Schlimmste ist, die finden das Konzert, das danach war, dieses Hip-Hop-Scheiß-Konzert, diesen idiotischen Glatzköpfen, das finden sie gut, dass das gemacht wurde. Mit den Toten Hosen zusammen war das ja, das verwundert einem nicht groß, oder? Und das finden sie noch gut, dass dieses Konzert gemacht worden ist, mit diesen Hip-Hop-Trötteln auf der Bühne. Diesen Idioten, das finden sie noch gut. Und da wird praktisch unwidersprochen mit der 5, 6 Leserbriefe veröffentlicht. Ein Leserbrief ist gegenteiliger Meinung. Das war okay. Aber sonst nur die gleiche Ohren, Toleranzschwätzer und so. Und im Genauen ging es auch noch darum, warum es gibt Leute, die haben das Rockhard aber gekündigt, weil das Rockhard eben sich hinter diese Hip-Hop-Idioten gestellt hat. Ich habe jetzt auch einen Brief geschrieben, einen Leserbrief, und habe dort auch geschrieben, dass das jedermann seine Sache ist, kann machen, was er will. Und ja, die Leute, die finden eben, dass das nicht gut ist, dass jemand ein Abo kündigt. Bloß darum.
ich habe jetzt geschrieben, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute von euch, von der anderen Seite, das aber gekündigt hätten, wenn das Rockhart die Reaktion, die gegenteilige Meinung vertreten hätte. Also wenn sie gesagt hätte, das, was in Chemnitz war, war gut und dieses Konzert dieser Hip-Hop-Idioten war scheiße. Oder? Wenn das Rockhart geschrieben hätte, mit Editorial, das müsst ihr euch mal vorstellen, was dann los gewesen wäre, da hätte wahrscheinlich 10-mal so viele Kündigungen vom Heft gegeben. So viel mal zur Toleranz der Gutmenschen, oder? Wir kennen das ja, oder? Das ist das einzige Negative, sonst ist das Heft okay, wirklich. Musikalisch kann man nicht viel sagen. Ja, am besten kauft ihr euch, ich kann es empfehlen, ja. Und es gibt noch die Jahresverlosung, ist ja auch noch drin. Kann man auch noch teilnehmen und gute Preise gewinnen. Das ist ja auch noch nicht schlecht. Das war es eigentlich schon, weil, ja, am besten probiert das ihr selber. Wie gesagt, eine CD ist auch dabei. Und ich werde dann noch eine Kritik machen vom neuen Metalhem, der gerade gekommen ist. Dort ist eine Vinyl-Single dabei. Und das werde ich auch noch machen. Also bis bald und tschüss.